Die 40 Grad sind geschafft und das sind die Themen für heute. Juve findet den Lichtnachfolger, Rennes lässt die Bayern zappeln, zweite Trikotpanne bei Barca und Hummels mit Selbstzweifeln. Also das ging wirklich fix. Erst am Montag war der Abschied von Matthijs de Ligt bei Juventus Turin in trockenen Tüchern. Schon jetzt steht dessen Nachfolger in den Startlöchern. Der Brasilianer Gleison Bremer unterschreibt bei der alten Dame einen Vertrag bis 2027. Der 25-Jährige spielte zuvor beim Stadtrivalen Torino, soll Berichten zufolge inklusive Bonuszahlungen 52,6 Millionen Euro gekostet haben. In Turin darf man auf diesen Transfer auf jeden Fall anstoßen, denn was gibt Schöneres, als die Konkurrenz aus Mailand auszustechen? Inter Mailand soll auch sehr interessiert gewesen sein am Verteidiger, der als einer der torreichsten Defensivmänner der Serie A gilt. Der gab aber Juve den Vorzug. Die trauen sich was. Da drin lässt jetzt halt niemand Geringeres als die Bayern-Bosse um Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn zappeln. Die Bayern sind, wie wir wissen, am 17-jährigen Stürmertalent Mathys Tel interessiert und sollen Medienberichten zufolge bereit sein, 25 Millionen Euro auszugeben. Brazzo war am Montag sogar heimlich in die Bretagne gereist, um den Deal voranzutreiben. Dort soll er schon das dritte Angebot für den Franzosen abgegeben haben. Seitdem Funkstille. Viel peinlicher kann es gar nicht mehr werden. Der FC Barcelona verkauft bereits munter Trikots von Neuzugang Robert Lewandowski, so gut das eben geht. Panne Nummer 1 im Fanshop. Die Fans konnten keine Trikots mehr kaufen, weil die Ws ausgegangen waren. Kein Witz, der Fanshop-Mitarbeiter hat sich dann sogar entschuldigt und hat gesagt, ja, es sind eben zwei Ws im Namen Lewandowski. Ein ähnliches Problem gibt es jetzt mit Levis Rückennummer. Die Nummer 9 trägt derzeit nämlich noch Memphis Depay. Der soll den Club auch bald verlassen, hat er aber noch nicht. Die Lösung, Levis Trikots werden jetzt einfach ohne Rückennummer verkauft. Wir hoffen, die Dinger sehen am Ende nicht bald so aus. Mats Hummels ist in den letzten Wochen ja sowohl auf als auch abseits des Feldes immer wieder Gesprächsthema gewesen. Ich sag nur Liebesdreieck oder auch Trainingsausraster. Aber mal abgesehen von dem ganzen privaten Ärger, konnte der 33-Jährige ja auch in der letzten Saison spielerisch nicht ganz überzeugen. Jetzt zeigte sich der Weltmeister von 2014 in einem Interview mit den Ruhrnachrichten selbstkritisch. Anstelle des BVB würde ich gerade auch nicht mit mir verlängern. Dass er mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck gleich zwei starke Konkurrenten bekommen hat, findet er sogar wichtig und gut. Für ihn habe bei der Borussia nicht in allen Bereichen das maximal erfolgsfördernde Klima geherrscht. Für ihn war klar, es muss einiges passieren. Wie immer klare Aussagen von Mats Hummels. Das war's von mir. Jetzt seid ihr dran. Würdet ihr euch das Levi-Trikot trotzdem kaufen? Und seht ihr noch eine Zukunft für Hummels beim BVB? Schreibt es in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis dann.